Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet zu einem neuen Part von Chrono Trigger. Im letzten Part haben wir die Regenbogenmuschel gefunden, den Rosttyranno erledigt und jetzt sind wir hier am Schloss Guardia in der mittleren Ära und mir ist übrigens das aufgefallen, wenn mal so steht, sieht es echt aus, als wenn sie eine extrem dicke Nase hätte. Wie ich darauf komme? Keine Ahnung, ich habe es zufällig gesehen. Oh Gott, worauf ich immer komme. Egal. Was wollen wir jetzt in diesem Part machen, wo wir doch gerade von Male sprechen? Male wollte am Ende der Zeit doch mal ihren Vater sehen. Das sind wir öfter mal durchgegangen. Und ich habe mir jetzt gedacht, auch damit wir sehen können, was aus der Regenbogenmuschel geworden ist, machen wir das. Wir gehen jetzt ihren Vater besuchen. Ich habe deswegen auch extra die Gruppe nicht umgestellt. Ich habe nämlich irgendwie meine Zweifel, dass Chrono vielleicht ins Schloss könnte. Deswegen lasse ich Chrono jetzt auch momentan aus der Gruppe raus. Obwohl ich ihn gerne wieder in der Gruppe drin hätte, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich meine, mit Frog und Margus sind wir ja auch gut aufgestellt. Na gut, gehen wir mal nach Schloss Guardia und gucken mal, was abgeht. Prinzessin Nadia und... Oh nee, nicht du. Ich war in Sorge, Prinzessin. Du bist der Grund, warum wir weggelaufen sind. Und ich bin jetzt gerade heilfroh, dass ich Chrono nicht in der Gruppe habe. Der würde den doch wieder versuchen einzusperren. Zu verklagen und einzusperren. Ich verstehe euren Schmerz. Aber den König interessiert nur sein Reich. Ja, sogar als eure Mutter, Königin Alisa, starb, arbeitete er nur den ganzen Tag. Yay, der Name der Königin gefällt mir. Niemand könnte das. Das ist unmenschlich. Oh, mein Kind, es ist vergangen und vergessen und ich habe voll vergessen, wie man dich spricht. Egal. Erzähl mir mehr. Das wird schwierig. Nun, Königin Alisas Zustand verschlechterte sich auf einmal drastisch. Sie verlangte den König ein letztes Mal zu sehen, aber er hatte keine Zeit, um sie zu besuchen. Er sagte, er habe zu arbeiten. Du, die du nichts über den Tod wusstest, warst treu an der Seite deiner Mutter. Alisa starb im tiefen Kummer. Als habe der König sie indirekt getötet. Welch eine Schande. Was versuchst du hier gerade? Was versuchst du hier gerade zu erzählen? Was? Vater tötete meine Mutter? Also, das kann man nicht wirklich töten nennen, oder? Irgendwie schon. Er hat ihr so ein bisschen das Herz gebrochen. Das hat es nur verschlechtert. Das weiß ich schon. Es gibt mehr Gründe für alles, nicht wahr, meine Liebe? Aber wenn es dringend war... Nun, wie schön, euch alle wiederzusehen. Bitte besucht den König. Du... Wie kann es für dich schön sein, uns alle wiederzusehen? Na gut, dann besuchen wir mal den König. Ich denke mal, der wird im Thronsaal oder in seinen Gemächern sein, hä? Auf Befehl des Königs bleibt der Saal geschlossen. Ja, warum kann ich hier nicht durch? Hallo? Werd ihr bescheuert? Was hat er hier noch zu sagen? Die Verhandlung des Jahrhunderts steht bevor. Wessen? Natürlich die König... Moment mal. Gegen den König wird eine Verhandlung geführt? Aber wie soll ich den dann besuchen können? Es heißt, der König habe Schätze seiner Familie Was? Er soll Erbstücke verkauft haben, oder was? Okay, ich will mich hier mal weiter umsehen. Auf Befehl des Königs bleibt der Saal verschlossen. Ja, okay. Hä? Was geht hier vor? Und wieso war der Kanzler dann so freundlich? Und wieso hat er dann über die Mutter geredet und vom Thema abgewichen und alles? Links dasselbe, aber war da nicht eine Treppe? Auf Befehl des Königs bleibt der Saal geschlossen. Na, dann sehen wir uns mal hier auf der Seite um. Hier können wir ja durchgehen. Ha, hier sind ja auch Wachen, selbst in der Schlosskirche. Lass den Unsinn! Ich krieg überhaupt nichts gemacht, solange du hier rumstehst. Lass den Unsinn. Okay. Ich werde den Kanzler schon nicht vergiften. Moment, die machen Essen für den Kanzler? Aber wieso ist da eine Verhandlung gegen den? Sehen wir uns mal weiter. Oh, Kiste. Kiste einsammeln, Hyperäther. Okay. Was ist hier? Verschlossen? Hä? Wieso kann ich den nicht aufmachen? Vielleicht geht das erst später. Ist hier noch irgendwas versteckt? Aber interessant, wie jetzt erstmal andere Items im Schloss sind. Und
Ich muss leider kurz weg. Bis gleich, Leute. Das Telefon. So, Leute, da bin ich wieder. Es war nur dieser typische Anruf. Kannst du mal gucken, ob die Post da ist? Und ich würde sagen, welcher Raum war das hier eigentlich nochmal? Kein Zutritt? Wieso kein Zutritt? Lasst mich durch! Und... Oh, es ist der Gerichtssaal! Weiß irgendjemand, was die Regenbogenmuschel ist? Nein, ich auch nicht, bis ich dies hier fand. Moment, Moment, Moment. Ein Vermächtnis der Vorfahren. Darin heißt es, enthüllt den Bürgern die Regenbogenmuschel zur Jahrtausendfeier. Wie bitte? Wir verfügen über keine Erbstücke. Das hier ist also gefälscht? Moment, das heißt also... Ah, jetzt verstehe ich. Diese Leute... der alte König und Königin Lena haben einen Brief hinterlassen, dass zur Jahrtausendfeier die Regenbogenmuschel ausgestellt werden soll. Und der König, der jetzige König weiß nichts davon. Und der Kanzler hat sich jetzt daraus einen Strick gedreht und will den König verklagen. Aber warum? Warum gönnt der Angeklagte den Leuten keinen Blick auf die Muschel? Weil er sie nicht mehr hat. Er hat sie gegen Bargeld verkauft. Den Zeugen bitte! Was ist, Nadja? Wir sind mitten in einer Verhandlung. Vater! Nadja, der Kanzler dichtet mir etwas an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was nicht faul ist. Dass da was faul ist. Dass der Kanzler ein falsches Spiel spielt. Wäre ja nicht das erste Mal, wenn ein Kanzler sowas täte. Zumindest nicht in diesem Spiel. Ich kann heute nicht reden. Egal. Er schleudert Beleidigungen um sich. Beweist eure Unschuld. Beweisen? Ja, wenn er das Erbstück nicht verkauft hat, muss es im Schloss sein. Zeigt mir die Muschel und ich akzeptiere seine Unschuld. Ah, da läuft wirklich was nicht ganz rund. Kanzler, was für ein Spiel spielt ihr? Beseitigt sie! Da stimmt was nicht. Da stimmt überhaupt was. Da stimmt überhaupt nichts. Kein Zutritt. Lasst mich durch! Nicht einmal ihr dürft rein, Prinzessin. Mich durch die Regenbogenmuschel wird ihm helfen. Was soll das? Lügen! Es gibt kein Erbstück! Weißt du nicht mehr? Die Geschichte wurde geändert. Die Muschel ist hier. Stimmt. Aha. Die Regenbogenmuschel von vor 400 Jahren ist ja noch da. Sie ist sicher im Keller. Okay, dann müssen wir wohl in den Keller, wo auch immer der ist. Und wieso kriege ich dich nicht auf? Ich will diese Kiste haben. Ich will diese Kiste haben, warum geht diese Kiste nicht auf? Na gut, Moment mal, ist das hier der Keller? Sieht so aus. Ich habe da Monster gesehen, aber was? Die Entscheidung wird bald gefällt. Der König möchte, dass niemand hinein oder hinausgeht. Der König möchte das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist alles der Kanzler. Und diese komischen Viecher, die kennen wir doch irgendwoher. Doch nicht etwa schon wieder, oder? Und was ist hier? Au, eine Ratte hat mich gebissen. Was? Okay. Dumm. Den Chef juckt es, das Übel zu rächen, das 13 Generationen die Familie belastet hat. Dumm und immer. Geile Namen. Er wird dem König was anhängen. 13 Generationen? Ich riech was. Ich glaube, ich weiß, wer der Kanzler ist. Sind die echt so blöd? Die ganze Familie. Eine Verschwörung! Beeilen wir uns! Ich gestehe. Ich kaufte dem König die Muschel ab. Er brauchte das Geld. Lügner, ich habe dich noch nie gesehen. Ruhe im Gerichtssaal! War ich überzeugend? Ja,
Absoluter Komplott und der Kanzler steckt dahinter. Perfekt. Das ist doch alles ein abgekartetes Spiel. Und hey, da haben wir auch wieder Naga-Etten. Also ich meine, wenn Ozzy in Medina Nachfahren hatte, könnte Yakra da nicht auch Nachfahren gehabt haben? Und ja, ich habe das jetzt einfach mal ausgesprochen, weil ich glaube, es ist so. Und ich mache jetzt mal hier die Kisten auf. Mir entgeht nichts und wow, kriegen wir hier geniale Sachen. Warum kann ich die zwei nicht aufmachen? Es ist doch ärgerlich. Warum stellt man hier Kisten hin, wenn man die nicht aufmachen kann? Ist doch bekloppt. Ach so, das ist der Rückweg. Ah, ich bin falsch rumgelaufen. Okay, dann müssen wir wohl in diese Richtung. Und hey, eine Nagelte wieder. Also ich vermute, der Kanzler ist irgendein Nachfahre von Yakra oder Yakra selber. Dass der irgendwie überlebt hat, aber ich glaube nicht. So, was haben wir hier? Oh. Hey. Hallöchen. Und ja, diese Monster sind echt lahm. Sind die genauso stark wie damals? Wenn ja, dann... Pft. Jetzt müsste man mal das Sichtfeld anhaben, um das zu erkennen. Obwohl, damals konnte ich ja das ja auch nicht sehen, aber im Gegensatz zu damals... Jetzt sterben die alle mit einem Schlag. Und ich renne wirklich in alles rein, oder? Und ich habe wieder Husten. Verdammt. Wenn das nochmal vorkommt, dann trinke ich einen Schluck. Ich habe ja meine getreue Flasche Wasser mit Holundersirup drin. Lecker. In letzter Zeit trinke ich das sehr gerne wegen meinem Hals. Und hey, hier sind wieder Kisten. Ein Elixier erhalten und... Hey, was haben wir denn da? Schön, dich wiederzusehen, Regenbogenmuschel. Und noch ein Lapis. Ha, die war die ganze Zeit im Keller. Die Regenbogenmuschel! Seht, ein Brief. An Marle? Liebste Marle, ich weiß, zwischen dir und deinem Vater herrscht Streit. Doch nichts vermag das Band des Blutes zu brechen, weder Zorn noch Distanz. Wenn du eines Tages Kinder hast, wirst du es verstehen. Dieses besondere Band ist Teil unseres Stammbaums, der uns verbindet. Königin Gardia, die 21. Lena. Königin Lena hat... Die gute Königin Lena. Lasst uns geschwind unsere Mission zu Ende bringen. Ja, wir haben ja hier die Regenbogenmuschel, aber wie sollen wir die hochgehoben bekommen? Vater, halt aus, wir kommen. Oh, sie hat ein Stück rausgebrochen. Ein Prismateil erhalten. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links, wenn nicht nach rechts. Ich finde es im Übrigen genial, dass man immer mal wieder in den Gerichtssaal switcht und ja, der Kanzler hat natürlich alles gedreht, dass er schuldig ist. Wir müssen schnell zurück. So gut, wir sind von den Schlangen gut weggekommen. Oh verdammt, wir sind in die Naga-Ette reingerannt. Aber ich mag die Naga-Etten irgendwie vom Design her. Mochte ich irgendwie schon die ganze Zeit, auch am Anfang des Spiels schon. Aber ich finde es nett, dass man sowas wie vom Anfang des Spiels nochmal als Sidequest einbaut. Das ist genial. Na gut, gehen wir weiter. Wir müssen in den Gerichtssaal kommen. Nicht einmal ihr dürft rein, Prinzessin. Überleg's dir nochmal. Nein, Prinzessin. Na gut, es gibt noch einen anderen Weg. Etwas holprig, aber mir nach. Was hast du vor? Und wow, wir sind wieder im Gerichtssaal. Das Urteil lautet schuldig! Hier endet die Linie, Gardia. Jetzt bin ich dran. Bringt ihn weg! Halt! Wer ist da?
Oh mein Gott, die sind hinter diesem wunderschönen Glasding. Im Übrigen, beim Gerichtssaal, das ist für mich das Highlight des Gerichtssaals. Das sieht so episch aus. Vater! Und, oh, aber wenigstens die Rosen sind intakt. Die sehen nämlich wunderschön aus. Nadja! Und das Gesicht des Kanzlers. Oh mein Gott. Das sieht so genial aus. Prinzessin, beherrscht euch! Ihr seid zu spät, der König wurde geurteilt. Über den König wurde geurteilt. Auch für Könige gelten Gesetze. Und ich kann nicht reden heute. Ich kann es wirklich nicht. Nein, das war geplant. Das war abgekartet. Unsinn, der König ist ein Gauner. Aber der Schatz ist hier. Unmöglich! Euer Plan ist durchschaut, Kanzler. Ich meine, hä? Nichts hast du durchschaut. Ich will meine Vorfahren rächen. Super, Ultra, Presto, Transformo. Und der König ist schnell weggerannt und der Richter auch, was Gutes. Und ich hab's geahnt. Aber hey, hätten wir die Regenbogenmuschel nie geholt, dann hätten wir das gar nicht bemerkt. Ich bin erstaunt, dass ich sowas herausgefunden habe. Und es ist also Yakra, der, ich hab's nicht richtig gesehen, ich glaube der 13. So, ich mach mal Eis. Dann einen Drehsprung. Ja, es ist Yakra der 13. Okay. So, ich würde sagen, wir versuchen es mal mit einer dunklen Bombe. Wenn du so leicht bist wie dein, ich weiß nicht, wie vielter Großvater, dann, ja, haben wir dich schnell erledigt. Nee, keine Attacke, sondern nochmal eine dunkle Bombe. Und dann würde ich sagen, da Marle und Frog gerade bereit sind, machen wir nochmal einen Gletscher. Mal sehen, was das bringt. Nette Attacke und... Oh, macht sogar einiges an Schaden. Das ist gut. Oh, und jetzt kommt wieder das, was... Nee, die Attacke ist tatsächlich anders. Der alte Yakra, der wäre ja durch die ganze... der wäre ja überall hingegangen und... Achso, wir müssen noch auf Male warten. Verdammt. So, können wir nochmal Gletscher machen? Ja. Aber dann hat Frog keine MP mehr. Ich hätte generell sowieso mal heilen müssen. Ich bin seit dem letzten Part ja nicht also seit dem letzten Speicherpunkt nicht mehr richtig geheilt worden. Das rächt sich jetzt so. Dann erst mal ein Äther auf dich. Frog, du setzt gleich auch ein Äther auf dich ein. Nein, ein Äther. So, gut. Mal sehen, Marle. Was kannst du denn jetzt mal Schönes noch einsetzen? Ah, wir können es ja mal mit einem Eis 2 probieren. So, und dann jetzt gleich wieder eine dunkle Bombe. Ah, macht nicht so viel Schaden wie ein Gletscher. Nächste Runde setzen wir wieder Gletscher ein. So. Von den Vorfahren schon bekannt. Eure Schwächen sind... Ich greife jetzt extra mal normal an und... Er kann gar nicht all unsere Schwächen kennen. Und wie will er die überhaupt gegen uns einsetzen? Das ist es! Hä, was ist das? Eine Nadelattacke? Okay. Nadeltrudel, Version 13! Ich bereite mal eine Heilung vor. Und... Oh! Magus ist K.O. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na gut, dann muss Male wohl Leben 2 einsetzen. Um Magus wieder zu beleben. So, da steht er wieder. Jetzt kommt wieder der Nadeltrudel. Und diesmal trifft er Male. Macht aber nicht viel Schaden. Gut, dann nochmal heilen.
So, dann mache ich wieder eine dunkle Bombe und greife wieder an. Aber er kann gar nicht alle Schwächen kennen, weil wir haben so viele neue Teamkollegen seit damals bekommen. Er kann nicht alle Schwächen wissen. Und ich glaube, wir haben aus dem Team, das Yakra damals erledigt hat, sowieso nur Frog dabei, oder? Bin mir gerade unsicher. Oh, nee. Ich brauche mal kurz eine Heilung. Für Frog. Der ist nämlich gerade verwirrt. So, aber der hat unglaublich viel mehr Gesundheit als sein Vorfahre. So, ich heile am besten nochmal. Du nimmst einen Äther zu dir mal wieder. Ich muss mal wieder neue Äther kaufen. Ich muss mal wieder neue Medium-Äther kaufen. So, 500 Schaden. Oh, jetzt kommt wieder diese Attacke. Dann greife ich nochmal mit dem Masamune an. Also normaler Angriff. Mal sehen, vielleicht crittet er ja. Und ich finde es genial, dass man sich hier in diesem Gerichtssaal echt noch prügelt. Ich meine, wir erinnern uns noch so am Anfang, wie Chrono hier eingesperrt, beinahe exekutiert wurde. Das war krass. Und yay, ein schöner Crit. Wieder besiegt. Oh nein, was macht er denn jetzt? Nochmal so eine Nadelattacke. Au, und zwar gegen alle. Aber wir haben Yakra erledigt. Bye, bye. Weg mit dir. 3500 Erfahrungspunkte, 40 Tech-Punkte, 2000 Gold. Genial. Und ein Mega-Elixier. Wow. Was haben wir da? Vater, ich... Nein, sag es nicht. Es war mein Fehler, so stur zu sein. Nein, ich hätte wissen müssen, wie du dich gefühlt hast. Mein Herz wusste es, aber sagen konnte ich es nicht. Mir geht es genauso. Ich dachte, du hättest mich verlassen, aber in Wahrheit war es genau umgekehrt. Aber jetzt bin ich hier. Wir werden über alles reden, was passiert ist. Über Chrono und Mutter und... Deine Mutter. Wie traurig. Ich habe so lange gebraucht zu verstehen, was Alisa mit ihren letzten Worten sagen wollte. Wenn Nadia eines Tages erwachsen ist, wird sie dir ihren Geliebten vorstellen. Heiße ihn willkommen und vergiss diesen Tag nie. Das hat sie gesagt? In der Tat. Du warst so klein und sagtest, Papa, wie schön, dass alle hier sind, die ich mag. Dich glücklich zu sehen, hat sie beruhigt und sie konnte friedlich einschlafen. Der Kanzler hat also auch noch in der Beziehung gelogen. So war das also. Ja, warum? Ja, jetzt rede doch mit ihm, Mensch. Male. Ich hab dich früher Papa genannt. Und das hast du. Tut mir leid, Papa, dass ich an dir gezweifelt habe. Oh. Aber da glitzert was. Ich will das Glitzernde haben. Ja, ich weiß, ich bin böse. Dass ich in so einem emotionalen Moment daran denke. Ich lasse dich aus dem Schloss, aber sei bitte vorsichtig. Passt auf sie auf. In der Tat, Herr. Jetzt bin ich dran. Hä? Wer ist dran? Melchior? Ist doch Platz für mich auf der Bühne. Ich würde aus der Regenbogenmuschel gerne ein paar Waffen machen. Oh, cool. Endlich Arbeit. Seht und lernt. Tut mir leid. Das ist mir furchtbar peinlich. Passt auf Prinzessin Nadia auf, okay? Na klar doch. Na gut, sehen wir uns doch weiter im Schloss um. Wir hatten irgendwie sehr selten die Gelegenheit dazu. Außerdem will ich einfach nach den Kisten gucken, die mir fehlen. Ein Elixier erhalten. Wow. Und hey, hier haben wir ja noch so eine. Rote Weste wurde stärker, rote Rüstung erhalten. Cool. Aber was kann diese rote Rüstung?
Sowas haben wir hier. Niemand hätte vermutet, dass der Kanzler ein Ungeheuer wäre. Das habt ihr noch nie. So, was haben wir hier? Ein Ether voll erhalten. Wow. Wir finden hier echt die besten Items. Schön zu hören. Schön zu hören. Was erzählt sie denn? Die Soldaten, die der falsche Kanzler gekauft hatte, waren alle Monster. Wow. Das kennt man doch irgendwoher. Es ist das gleiche wie damals. Ernsthaft. Bis ins kleinste Detail. Nur, dass der Kanzler ein bisschen anders aussah und der 13. Nachfahre war. So, hier haben wir noch was. Ein Hyperäther. Wow. So, was haben wir hier? Jetzt müssen wir Disziplin lernen. Prinzessin, fangen wir mit dem Sport an. Ausgespielt. Ach, ich verstehe. Das sind wahrscheinlich alles Male Lehrer. Und yay, Mega-Elixier. Gut, dann haben wir das hier abgegrast. Dann gehen wir doch nochmal runter in den Keller. Oder nee, wir gehen erstmal noch zur anderen Seite. Wenn wir doch eh im Schloss sind, der Part wird sowieso länger. Da kann ich ihn auch ganz in die Länge ziehen. Genau. Was ist hier mit euch? Die Parade ist das große Finale. Vom Jahrtausendfest oder was? Dann kannst du ja losgehen mit der Mondlichtparade. Ich bin Anwalt Pierre. Ach der. Wo ist also der echte Kanzler? Oh, Moment mal. Was war denn damals mit dem richtigen Kanzler? Der war doch... Diese Art von Parade lässt uns alle wieder wie ein Kind sein. Okay. Nee, hier war nichts, aber hier kann man noch hochgehen. Ist auch nichts. Der echte Kanzler, was war denn nochmal mit dem? Oh, hey, hier war ja damals der Bosskampf. Ich find's aber toll, dass wir wieder so frei und ohne Probleme ins Schloss können. Der echte Kanzler, wo war denn der damals? Hat der nicht in eine Truhe Oh. Einen Moment. So, was ist jetzt eigentlich hier in der Küche? Bitte setzt euch hier. Was ist denn mit der Frau? Ach, die darf jetzt wieder rennen, oder was? Los jetzt! Wir verdanken euch so viel. Esst so viel, wie ihr wollt. Ah, wollen wir noch was essen? Können wir überhaupt was essen? Nee, können wir nicht. So, Moment. Verschlossen, immer noch. Ich meine mich zu erinnern, dass der in der Truhe gesteckt hat. Aber ich kann mich auch irren. Und wieso kriege ich die eine Kiste nicht auf? Das ärgert mich. Na gut, gehen wir erstmal wieder in den Keller. Der dürfte ja jetzt auch monsterfrei sein. Und die ganzen Truhen kriege ich immer noch nicht auf, Menno. Und ich bin echt gespannt, was Melchior aus der Regenbogenmuschel gefertigt hat. So. Das ist was Besonderes. Eine Rüstung daraus wehrt Magie ab. Ich kann entweder einen starken Prisma-Anzug machen oder ein paar weniger starke Prisma-Helme. Was möchtet ihr gerne? Oh. Ein Anzug oder drei Helme? Das ist echt eine gute Frage. Das kann ich jetzt nicht so leicht beantworten. Ich denke, ich werde das so machen, dass ich hier den Part beende und mir das bis zum nächsten Part überlege. Weil ich habe da jetzt drauf wirklich keine Antwort und deswegen gucke ich mal und entscheide mich im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye. Und ja, ich weiß, böser Clip.